So, und da sind wir in der nächsten Folge. Wir spielen hier jetzt diese Schlacht. Und zwar haben wir hier die Stadt umstellt, 2 Runden lang. Und dann haben die keinen Bock mehr gehabt, sich belagern zu lassen und kommen raus. Ja, aber die haben eigentlich nur Scheißtruppen und wir haben halt römische Soldaten. Deswegen denke ich mal, dass wir das auch gebacken kriegen. Das sieht, also das sind natürlich jetzt noch mehr Einheiten, weil der noch Verstärkung hat. Aber immerhin haben wir schon mal einen richtigen General, richtige Soldaten und der hat noch so komische Bauern und so ein paar Speerträger. Verbündete, die Hammer des Sedlans. Okay. Na sowas. Wir haben keine Verstärkung, aber brauchen wir auch nicht. Wir hauen die auch so kaputt. Na komm, lad fertig. Also der Ladebalken ging auf jeden Fall viel schneller als der von vorhin. Beziehungsweise aus der letzten Folge. Okay, hier starten wir. Und was machen wir denn? Unsere Truppen sind erstmal überhaupt verdeckt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir ja auch angegriffen werden. Okay, dann starten wir das Gefecht. Das Zeitlimit zeigt. Ja. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Als Verteidiger zu haben. Und auch die römischen Götter blicken auf uns herab. Sorgt dafür, dass ihr keine Schande über sie bringt. Die bewege ich mal ein bisschen. Nein, nein, hier ich und hier. Erwarte eure Befehle. So, die kommen mal nach vorne. Ja, die jetzt haben sie uns gesehen und verpissen sich wieder. Wir hätten eigentlich auch im Hinterhalt bleiben können. Ah nein, die versuchen sich jetzt mit ihren Truppen zu vereinigen. Okay, das sollen sie ruhig versuchen. Dann positioniere ich mich nämlich hier. Und die hier hinter. Den General hier irgendwo an der Seite, den brauche ich ja noch. Veranstalten die hier Schönes? Guck mal, das sind auch so Bauern hier, die. Was sollen die denn gegen unsere römischen Soldaten machen? Ah, und wie man übrigens sieht, es ruckelt nicht. Sehr gut gepatcht, endlich. Finde ich eigentlich zum Kotzen, dass man mittlerweile echt immer warten muss, bis man ein Spiel spielen kann, bis der erste Patch draußen war. Finde ich eine Unart. Aber ist leider so. Stolzer Römer, Kommandant. Okay, das KI-Verhalten hat sich aber stark verändert. Ah, nein. Nicht den General in dem Nahkampf mit Speerkämpfern. Ja. Wie erwartet, unsere Soldaten hauen die kaputt. Das war jetzt nicht so gedacht, wie die Schlacht hier beginnt. Aber es scheint ja zu funktionieren. Sieg für uns!
versuche mal mit meinem General. Okay, der ist ein bisschen eingekesselt. Männer wanken. Okay, der Trupp ist ausgelöscht. Dann schicke ich die hier zur Verstärkung. Der Trupp auch. Und weiter geht's. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh, verdammt. Das ist ein schändlicher Anblick. Da haben sie es auch einmal bei uns geschafft. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Doppelte Geschwindigkeit! Ja, Kommandant. Okay, wir haben den nächsten Trupp in die Flucht geschlagen. Die Schlachten sind echt viel dynamischer geworden. Auf einmal habe ich das Gefühl. Ja, wir haben gewonnen. Und Gefecht beenden. Ja, nice. Das ging ja echt flott. Ich hatte mich jetzt eigentlich auf ein langes Gefecht eingestellt und das ging jetzt irgendwie 5 Minuten. Das ist natürlich erfreulich. Oh, es sind aber auch einige Truppen übergeblieben. Aber wir haben fast gar nichts verloren. Ja gut, der eine Trupp, der auch geflohen ist, der hat einiges abbekommen. Ja, wir haben die Stadt erobert. Jetzt die Frage, was machen wir mit unseren Gefangenen? Töten, versklaven. Freilassen. Ich glaube, wir versklaven die. Achso, jetzt können wir uns aussuchen, was wir mit der Stadt machen. Plündern, niederreißen, besetzen. Ich besetze die Stadt, ich will die natürlich haben. Niederreißen können wir mit Karthago oder sowas machen. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Okay, die sind natürlich auch Level aufgestiegen. Wir können jetzt hier upgraden. Nehmen wir denn Kommandant, Autorität, List, Hingabe. Machen wir Autorität. Okay. Ja, damit haben wir die nächste Stadt in Italien erobert. Dann fehlt uns nur noch die und wir haben die komplette Region. Das müsste auch, glaube ich, die Hauptstadt der italischen Liga sein. Der etruskischen Liga. Und dann haben wir Italien erobert. Bella Italia. Okay, ja, was können wir denn überhaupt hier machen? Wir können. Also sind die Leute richtig abgefuckt hier, weil dass wir denen so auf den Sack gegeben haben. Bauen wir erstmal eine Villa hin. Und upgraden erstmal die Stadt so ein bisschen. Ja, die anderen brauchen noch. Und dann beenden wir einfach mal die Runde. Ach, eigentlich hätte ich jetzt noch ein paar Truppen rekrutieren können. Ich weiß jetzt gar nicht, das gegangen wäre, weil die ja in der Stadt da, also das ja eigentlich feindliches Gebiet ist. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier direkt Legionen ausbilden? Und der Gegner will uns verarschen, der mal hinten rumkommt. Ich soll die Armee besiegen. Ja, dann ziehe ich die Soldaten jetzt hier ab und lasse sie dahin marschieren. Oder ich schicke die erstmal nach Rom und lasse die hier verteidigen.
So, jetzt ist die Stadt natürlich richtig sauer. Man konnte irgendwo mit Handel steuern. Kann man nicht, So. Oh, wir haben ja hier noch mehr Städte. Die habe ich jetzt irgendwie übersehen. Ja, Magna Greiz, ja. Und wir haben ja noch eine Armee, wie ich gerade sehe. Das ist mir jetzt irgendwie komplett entgangen. Und wir haben hier sogar noch eine Flotte. Nee, das ist die gegnerische. Okay. Ja, okay. Bedeutet, ja gut, hier ist eh schon Fischfang am Start. Dann bauen wir das einfach aus. Und hier... Was können wir denn hier bauen? Ja, hier würde sich auch ein Hafen anbieten eigentlich. Okay, können wir aber nicht. Dann eine Villa. Landwirtschaft. Wichtig ist wichtig. Ja, dann verlege ich die Truppen auch mal nach Norden. Das sind ja zwar nur Scheißtruppen, aber das ist ja auch wohl keine große Armee. Hier können wir jetzt in dieser schönen neuen Stadt, die ich ganz gerne irgendwie von Steuern befreien würde. Wenn ich wüsste, wie das ginge, Diplomatie, Handel... Handel und Finanzen muss ja hier irgendwo gehen. Nee. Okay, irgendwie nicht. Ja, wir können hier weiter upgraden. Was machen wir denn? Viehwirtschaft, Hof. Machen wir Viehwirtschaft. Und hier ist auch unsere Industrie gebaut. Sehr schön. Wie kann ich euch dienen? Aber wir können dem Gegner mal unseren Spion entgegenschicken. Und sagen, Attentat, machen wir verdeckte Klinge. Ist ja hier Assassin's Creed mäßig. Ah, gut gemacht. Das Attentat ist das Werkzeug aller großen Staatsmänner. Achso, jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir natürlich die Mission abgebrochen, weil... Wie die Stadt ja nur... Also die Armee ja besiegen sollten und nicht einfach nur den Typen killen, denn das war ja nur ein Typ in der Armee. Okay, was kann denn unser Charakter? Chance, feindliche Agenten auszuweichen. Chance, kritischen Erfolg bei allen Aktionen. Klingt gut. Hingabe, 6 Bewegungsreichweite auf... Kritische Chance machen wir. Ja, die Agenten hier sind echt cool, muss ich sagen. Also, die sterben ja schneller, aber die leveln auch schneller. Und das, weiß nicht, finde ich ganz cool gemacht an sich. Okay, soweit, so gut. Wir müssen was forschen. Was forschen wir denn? Fangen wir an mit Militär oder fangen wir an mit Wirtschaft? Ich fange lieber erstmal mit Wirtschaft an. Weil ein Militär muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ja, und jetzt dürfen wir eine halbe Stunde warten, bis hier irgendwas passiert, weil die ganze Zeit dieser scheiß Balken durchlaufen muss. Oh, das ging jetzt aber schnell. Okay, wir sollen die Siedlung erobern. Ja, das machen wir. Müssen wir sowieso. Ist okay. Dann schicken wir die Armee da nochmal hin, damit die weiter, damit die erstmal wieder runterkommen. Und wir rekrutieren hier nochmal ein paar Einheiten. Dass die Armee richtig dick ist. Und gleichzeitig bauen wir die Stadt nochmal aus. Was können wir denn hier? Manipelkaserne. Und was ist das? Keine Ahnung. Ja, da werden wir hier, werden wir den Ziegelbrenner machen. Genau, weil das ist so ein Industrieding und das beschleunigt den Bau, was für unsere Hauptstadt natürlich interessant ist. Ja, so ein Amphorenmacher, den man ja noch auswählen konnte, den macht man besser hier irgendwo, wo auch Landwirtschaft ist.
Ansonsten haben wir ja relativ wenig Kohle, merke ich gerade. In Bewegung. Dann lasse ich die Armee erstmal hier stehen. Achso. Einheit rekrutieren. Ach, wir können ja gar keine Einheiten rekrutieren, keine großen. Okay, na gut, dann lassen wir das. Oder wir schicken die einfach in die andere Region. Ja, hier müsste es ja gehen. Ja, hier geht's natürlich. Dann machen wir das auch mal. Und beenden die Runde. Mit den Runden, das geht ja zwischendurch immer etwas schneller. Und dann ein bisschen langsamer, je nachdem, was halt passiert. Jetzt war ja halt gerade nicht viel los. Jetzt waren keine Schlachten, keine großen Kriege. Wir haben unser Gegner ja doch ziemlich geschwächt, indem wir direkt am Anfang eine Armee weggenommen haben. Noch einen General gerade einfach abgestochen. Okay, Eisenwerkzeuge. Solche. Legio Italia. Okay. Zu euren Diensten. Die sind verseucht. Das ist schlecht. Bedeutet, die kann ich erstmal abschreiben. Oder beziehungsweise erstmal nicht benutzen. Geh doch erstmal dahin. Und lautlos. Ein Schatten unter Schatten. Und ich kann hier trotzdem nur sabotieren. Was kann ich denn sabotieren? Brandstiftung doch. 71%. Sabotage. Gut. Ihr wart klug genug, Roms Agenten für euer Vorhaben einzusetzen. Ja, eigentlich können wir unsere Armee auch schon mal hier hin begeben. Das dürfte es dann auch fast gewesen sein. Also der Gegner hat hier noch Truppen. Und das war's dann. Das heißt, wir müssen nur noch die Stadt erobern und dann hier rüber. Das noch und der Gegner ist komplett ausgelöscht. Und damit haben wir auch Italien bis auf Sizilien komplett unter unserer Kontrolle. Oder damit hätten wir, wenn wir das denn hätten. So, hier mache ich mal Höfe. Mehr können wir auch gar nicht großartig machen. Oder können, na, wir könnten doch, aber ich... Hier können wir auch nichts bauen, können wir uns alles nicht leisten. Wir müssen aber wieder forschen, so wie ich das sehe. Okay. Was forschen wir denn? Wir haben hier Eisenwerkzeuge. Wohlstand durch Landwirtschaft an allen Regionen. Ja, machen wir das doch. Ja. Das dauert auch eine Runde länger, aber das ist ja nicht schlimm. Hier geht's fleißig. Hier passiert erstmal nichts. Hier wird noch fleißig gebaut. Dann weiter geht's. Okay, hier haut der Gegner wieder ab und macht irgendeinen Schwachsinn. Soll er ruhig? Wir entziehen ihm eh gleich den Boden. Ja, Siedlung wird belagert, ich weiß. Solche. Oh, hier ist auch jetzt solche. Ich erwarte eure Befehle. Ach, die können sich gar nicht bewegen, weil die halt verseucht sind. Okay. Gut, dann lassen wir unseren Agenten hier nochmal was machen. Machen wir nochmal ein Attentat. Machen wir nochmal die verdeckte Klinge, die hat ja letztes Mal schon ganz gut funktioniert. Jawohl, Feind ist außer Gefecht. Und unser Agent ist weiter aufgestiegen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Unser Agent. So, hier. Und wir können wieder was freischalten.
Spion. Hundober stiften, Befehle abfangen. Attentat Verräter anwerben, plus 10% Chance. Ja, machen wir doch das. Attentat ist ja sowieso Spezialität hier von unserer guten. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Postumias Scapula. Ja, genau. So, Rom wird belagert. Und wir werden jetzt dem Gegner seine Hauptstadt entziehen und komplett Italien kontrollieren. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, und zwar morgen. Und dann sag ich mal Tschüss, bis morgen.